Genau, mein Name ist Nikolas Heibeck. Ich bin ja für den Petershop im Hause Peter Jensen zuständig. Der Petershop ist ja unser Kundenportal, unser Online-Shop für unsere Kunden. Und jetzt gleich mal die Frage in die Runde. Wer kennt den Peter, das Shop denn schon? Würde mich einfach mal interessieren. Oh, doch, eine ganz schöne Anzahl. Super, genau. Ja, ich habe ein paar Folien mitgebracht, aber ich würde nachher gerne dann wirklich in den Petershop reingehen, einfach mal zeigen, vielleicht für die, die ihn noch nicht kennen, aber auch für die, die ihn schon kennen, einfach ein paar Informationen zeigen, was man da alles so machen kann, weil es ist am Ende ein Kundenportal, ein Online-Shop, der sehr selbsterklärend ist, aber trotz alledem gibt es da natürlich so ein paar Hinweise oder ein paar Augenmerke, die ich jetzt zeigen wollen würde. Genau, ich will einfach sagen, der Petershop ist ja nicht nur ein Online-Shop, sondern das ist ein Informationsmedium, wie Martin Jensen schon sagte, wo viele SHK-Artikelinformationen bereitstehen, wo man mit Herstellerkatalogen oder den Peter-Jensen-Katalogen arbeiten kann. Aber man kann auch, und das will ich auch zeigen, Benutzer verwalten und somit auch Accounts für Schüler beispielsweise zur Verfügung stellen, damit die einfach dort genau die Informationen raussuchen können, die sie vielleicht für ihren Unterricht oder für andere Dinge benötigen. Jetzt muss ich mich hier ein bisschen orientieren, genau. Genau, ich hatte es schon gesagt, der Petershop ja, ist unser Online-Shop, unser Kundenportal, über den sich unsere Kunden unter www.petershop.de vorrangig ja, Materialien, Artikel bestellen oder auch Lieferungen aus bestehenden Vorgängen auslösen. Es ist aber nicht nur so, dass es ein reiner Online-Shop ist, sondern dass wir halt auch da viele Services bündeln. Natürlich können Sie da alle Ihre Vorgänge, Belege, ob aktuell oder archiviert, einsehen, aber Sie können natürlich auch hier viele Artikelinformationen aufrufen, die am Artikel sichtbar sind, aber auch die abrufbar sind unter Dokumenten oder Downloads. Und natürlich ist der Online-Shop, was ja mittlerweile Standard in der Branche ist, mit vielen Schnittstellen zu den jeweiligen Handwerkerprogrammen für unsere Kunden versorgt. Also Stichwort IDS, Open Master Data, Zugwert, Datanorm, UGL und all diese Dinge, die es da gibt. Und wir haben auch eine kleine, aber gute Auswahl an Konfiguratoren zur Ersatzteilsuche, aber auch jetzt neuerdings für ja, eine kleine Auslegung, für eine kleine Planung integriert. Über die Agenda-Punkte, die Sie da unten sehen, werde ich jetzt einmal in der Präsentation zu sprechen kommen, aber dann auch nochmal direkt im Shop zeigen, also im Petershop, weil ich das immer schöner finde, wenn man sich da direkt bewegt, als wenn ich jetzt hier nur trockene Folien an die Wand werfe. Vielleicht nochmal kurz ein Hinweis an alle, wenn Sie mich unterbrechen wollen mit irgendeiner Frage, ich hoffe, das ist im Kontext der Veranstaltung, können Sie das gerne tun, einfach melden und dann würde ich mit dem Mikro, das Martin Jensen da liegen hat, zu Ihnen kommen und die Frage vielleicht, oder Martin macht das, die Frage dann aufnehmen, genau. Also ich will einmal zeigen, wie können unsere Kunden oder wie können auch Berufsschulen Material über den Petershop bestellen, was für Artikelinformationen kann man im Petershop aufrufen, also die verschiedenen Beschreibungen, Spezifikationen zum Artikel, Downloads, Dokumente, Kataloge. Dann will ich auch explizit auf die vielfältigen Kataloge haben, zu sprechen kommen, die wir im Petershop haben. Einmal die Peter-Jensen-Kataloge, aber auch dann direkt die Kataloge oder auch andere Dokumente von den Herstellern. Und der letzte Punkt wird dann sein, wie kann ich jetzt als, wir nennen das Hauptbenutzer des Kundenkontos bei uns, also sprich eine Berufsschule hat ein Hauptkonto, und da kann man drüber auch weitere Benutzer anlegen, um zum Beispiel in einer Unterrichtseinheit zu sagen, Mensch, ich vergebe jetzt mal an meine 10 Unterrichtsteilnehmer. 10 ist ein bisschen wenig, ich weiß, aber vergebe ich mal Benutzerdaten und dann können die selber da ein bisschen navigieren, ein paar Informationen rausholen und so weiter. Aber so, dass die dann am Ende, wie Martin Jensen schon gesagt hat, dann nichts bestellen können, sondern einfach so, die können gucken und ein bisschen spielen, aber am Ende nichts kaputt machen. Genau, ich will einmal kurz die Startseite erklären. Also hier oben, das werden wir aber auch gleich nochmal sehen, hier oben beim Peter-Jensen-Logo haben wir die Suchleiste, wo man einfach, wie man das bei Internetsuchen kennt, in einer Leiste verschiedene Informationen eingeben kann. Artikelnummer, Name, Teilen aus Werksnummer und Name und dann kommt man zum Ergebnis. Und hier rechts ja, ist der Warenkorb, wo man dann die Waren reinlegt. Die linke, jetzt bin ich nicht so weit nach links gegangen, die linke Navigation ist,
meine Artikel bis mein Service. Da können unsere Kunden ihre Artikelfavoritenliste unter meine Artikel hinterlegen. Unter meine Vorgänge können sie ihre aktuellen archivierten Vorgänge durchsuchen. Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen und so weiter. Mein Konto kann man seine Daten verwalten und ändern. Und mein Service, da bündeln wir so verschiedene Services, wie zum Beispiel die Konfiguratoren, den Datanorm-Download und verschiedene andere Dinge. Dann weiter unten sieht man Sanitär bis Lüftung. Das sind unsere sogenannten Hauptwarengruppen, wo wir dann alle die darunter befindlichen Warengruppen bündeln. Und darüber könnte man dann auch zu seinen gewünschten Artikeln kommen. Die Bestelltabellen da unten drunter, das sind die von uns, also von Peter Jensen, zur Verfügung gestellten zusammengefassten Systeme, Bestelltabellen, aus denen man dann seine Artikel zusammenstellen kann, also Profipress, Abwasserrohrsysteme und so weiter, die wir dort bündeln und daraus kann dann der Kunde bestellen. Unter Aktionen werde ich nachher auch noch mal kurz zu sprechen kommen, weil da ist auch ein kleiner Bereich für Lehrlinge oder Gesellen drin. Unter Aktionen bündeln wir halt unsere aktuellen Aktionen oder halt auch Abverkäufe. Und auf Hersteller und Kataloge werde ich jetzt gleich noch mal zu sprechen kommen. Genau, auf der Startseite, so wie es üblich ist, hat man Bannerwerbung, das ist jetzt eine Bannerwerbung, weil wir gerade vor kurzem 5 Jahre Petershop gefeiert haben. Haben wir eine Aktion für unsere Kunden gehabt. Da sind dann aber auch Lieferantenwerbung dabei, die wir ab und zu haben, wie Sie gleich sehen werden. Darunter sind, ich nenne es jetzt mal Schnellzugriffe für Anfragen, Bestellen oder auch Anleitungen, wie ich IDS und Open Master Data einrichte. Und darunter sind dann aktuellen Angebote, Aufträge, Lieferungen und Rechnungen, die man auch unter meine Vorgänge finden würde. Jetzt komme ich schon zum nächsten Punkt, will ich aber gleich dann auch nochmal in dem Petershop direkt zeigen. Also ich habe jetzt hier einfach mal eine Materialliste aus dem Bereich Installation, was man hier sieht. Und wenn man dann einen Artikel gefunden hat, den man vorher gesucht hat, dann kann man die entsprechende Menge eingeben, den dann oben rechts in den Warenkorb packen und dann am Ende, wenn man die Berechtigung dann hat, auch die Ware bestellen. Denn hier im Warenkorb kann man natürlich die Artikel noch anpassen. Man kann verschiedene Lieferoptionen unten eingeben, wie die Lieferadresse, die Versandart, zu wann das geliefert werden soll, die Kommission und so weiter. Oder man kann es auch in einer unserer Terminals dann abholen. Bei vielen Artikeln haben wir wirklich umfangreiche Artikelinformationen. Jetzt habe ich hier mal Geberit Duofix aufgerufen. Da unten der Kasten, den ich rot eingekreist habe, sind genau diese Artikelinformationen, die ich meine. Ach du, das Zoom war ich jetzt nicht. Okay. Genau, zum Beispiel Beschreibung, Downloads, Kataloge, Bestelltabellen, Varianten, Alternativartikel, Zubehör und so weiter. Aber das werde ich gleich dann nochmal direkt im Petershop zeigen. Was wir auch haben, sind, was ich schon sagte, viele Kataloge, entweder unsere eigenen Peter-Jensen-Kataloge, die sogenannten Offline-Kataloge, Sanitär, Heizung, Installation, aber auch viele Leistungsprogramme vom Bereich Ofenbau bis Photovoltaik. Und unter Hersteller und Kataloge finden sich dann auch die ganzen, ich nenne es jetzt mal PDF-Dokumente, aber auch weitere Informationen von den Herstellern direkt, die wir dort zur Anzeige bringen. Also Offline-Katalog ist nur Lager. Genau, das sind ganz viele Handwerker, die sagen, ich will gar nicht online bestellen, ich will einen Katalog haben und wollte die Sicherheit haben, dass alles, was da drin ist, ich nächsten Tag habe. Das ist der Sinn für uns. Ja, genau. Werde ich auch gleich nochmal zeigen. Genau, und der letzte Punkt wird sein, das ist hier nochmal als Folie dargestellt, aber ich werde es dann auch gleich im Petershop zeigen. Also unter mein Konto kann jeder, der Hauptbenutzer oder Administrator ist in dem jeweiligen Unternehmen oder in der Berufsschule, kann hier weitere Benutzer eingeben und die dort verwalten und die auch so anlegen, dass sie dann am Ende im Petershop nichts bestellen würden, wenn das denn gewünscht ist. Ne? Also so machen das also unsere Kunden, die verwalten da ihre eigenen Benutzer und geben denen spezifische Rechte, genau was sie machen können. Zum Beispiel ein Geselle soll jetzt nichts bestellen, sondern der darf nur sehen, was für Bestände in den Terminals ist. Dann bringt man das hier zur Anzeige und der Geselle kann dann mit der Petershop-App, die es auch gibt, gucken, haben Sie dieses Material jetzt in dem nächstgelegenen Terminal, auch mit einer Umkreissuche und kann dann hinfahren und das abholen, aber er könnte jetzt zum Beispiel nichts über den Petershop bestellen. Also da kann man wirklich ganz genau einstellen, was der jeweilige Benutzer beim Kunden machen darf. Genau, jetzt nicht vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit sollte noch da bleiben.
Genau, weil ich jetzt in den Petershop springe. Genau. Der Petershop ist unter www.petershop.de erreichbar. Jeder, der dann auch einen Zugang hat, bekommt von uns dann auch seine Zugangsdaten. Das läuft so, dass das dann über Ihren Ansprechpartner, den Sie kennen, im Hause Peter Jensen läuft. Wir kriegen eine Information und Sie würden dann an Ihre E-Mail-Adresse diese Zugangsdaten bekommen und die müssten Sie dann hier entsprechend eingeben. Das habe ich jetzt einfach mal gemacht. Das ist ein Testkunde, den wir hier haben. Und dann würde ich einfach mal die Punkte, die wir gerade angesprochen haben, hier nochmal mit Ihnen live im Petershop durchgehen. Genau, die Bannerwerbung, wie man sieht, ist jetzt mittlerweile eine andere, weil wir gerade mit Weiland hier eine Bannerwerbung geschaltet haben. Ich würde jetzt den ersten Punkt Materialbestellung über den Petershop einmal zeigen wollen. Also wie ich es gesagt habe, man kann jetzt hier oben einen Begriff eingeben. Ich gebe jetzt mal dieses klassische Eckventil ein. Drücke auf Enter und dann kommen alle Eckventile, die wir hier bei Peter Jensen unseren Kunden zur Verfügung stellen, aufgeführt nach einer gewissen Relevanz. Und ich kann jetzt mich entscheiden, welches Eckventil ich habe und lege das dann auch hier über diesen roten Button in den normalen Warenkorb und in der Regel nicht in den grünen Sammelwarenkorb, der für spezielle Zwecke ist. Ich kann aber auch meine Artikel raussuchen, indem ich hier über diese Navigation gehe, über den Suchbaum, also dass ich sage Installation und der nächste Punkt wäre Befestigungstechnik und dann sage ich hier Rohrschellen zum Beispiel, sodass ich dann hier alle Schraubrohrschellen von Siegler aufgeführt bekomme. Auch hier könnte ich jetzt mir die Bestände angucken und den Preis und könnte als Kunde sagen, ja Mensch, von denen möchte ich jetzt gerne mal 10 haben oder ich habe 11 geklickt, glaube ich. Und packt die jetzt hier in den Warenkorb. Das sind die zwei Möglichkeiten, die man jetzt hier so hat, dass man sagt, okay, ich gehe über die Artikelsuchleiste und suche Artikel über Artikelnummer, Suchbegriff oder halt auch über die Navigation. Jede Liste, die man hier im Petershop, kann man auch noch über Filter, die Sie oben sehen, verfeinern, dass man sagt, ich möchte zum Beispiel nur Lagerware mir anzeigen lassen. Und so werden dann alle Beschaffungsartikel, die wir noch extra beschaffen würden, würden ausgeblendet werden. Man könnte auch sogar noch den Lagerort eingeben. Wenn man sagt, ich bin jetzt hier gerade in der Nähe eines bestimmten Terminals, könnte man sagen, ich will jetzt nur die Schellen mir angucken, anzeigen lassen, die jetzt in diesem Terminal verfügbar sind. Was wir aber schon in der kleinen Präsentation gesehen haben, unter Mein Service, Peter Jensen Kataloge, sind auch die verschiedenen Offline-Kataloge oder auch Leistungsprogramme aufgeführt für einen Heizflächen, Ofenbau, Poloplast bis zur Photovoltaik. Und hier kann ich auch reingehen. Und zwar gehe ich einfach mal hier in Installation rein und kann jetzt hier wirklich so durchgehen und mir die ganzen Materialien angucken. Und ich könnte auch jetzt hier einen Artikel markieren, den dann auch im Petershop anfragen. Und dann sage ich mir, Mensch, genau den will ich haben. Oder sage, ich will ihn mir nochmal genauer angucken. Genau, jetzt wird dieser Artikel in dieser sogenannten Artikeldetailseite angezeigt. Und ich könnte auch jetzt hier sagen, ja Mensch, den will ich bestellen. Und wenn ich dann den in den Warenkorb gelegt habe, kann ich hier zurückgehen und dann lande ich genau dort, wo ich im Katalog vorher war und könnte einfach weiter durchgehen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, Artikelsuchleiste, die Navigation über den Suchbaum, über die Warengruppe oder halt, dass man direkt aus den Katalogen, die unsere Kunden schon seit wahrscheinlich Jahrzehnten kennen, da einfach durchgehen und... Seit 33 Jahren oder 1933? Wow, okay. Alles klar, so lange bin ich noch nicht im Unternehmen. Genau. So, dann zeige ich nochmal den Warenkorb, weil das gehört ja zur Materialbestellung dazu. Genau, dann kann ich jetzt hier in den Warenkorb gehen und dann sehe ich genau die Artikel. Wie gesagt, das ist ein Testkunde, da hatten noch andere Leute Artikel in den Warenkorb gelegt. Vielleicht war ich das auch vorhin, um ein bisschen mich vorzubereiten. Da kann man jetzt auch sagen, Mensch, das ist ja hier doppelt, kann ich löschen und nochmal löschen. Also sprich, hier sind dieses Eckventil drin, diese Schelle und dieses Blockset von Siegler.
Dann könnte ich hier eine Lieferadresse eingeben oder das Terminal, wo ich es abholen möchte, die Versandart, den Liefertermin, die Lieferart, Komplett- oder Teillieferung. Und ich kann natürlich dann auch meine Auftragsnummer als Kunde eingeben, die Kommission. Und am Ende gibt es dann die Bereiche Angebot anfordern, also sprich, dass der Kunde möchte über diese Artikel im Warenkorb ein Angebot haben oder er möchte es wirklich zu dem vorgegebenen Datum bestellen. Genau. Nee, genau. Also die Frage war, ob man als Privatkunde bestellen kann. Nee, man braucht immer ein Kundenkonto und die Privatkunden sind für den Petershop aktuell nicht freigeschaltet. Genau. Das läuft ja über einen dreistufigen Vertrieb und genau. Gut, also das war die Materialbestellung, die eigentlich jeder Hauptbenutzer beim Kunden kann, weil der hat natürlich alle Berechtigungen, so auch die Hauptbenutzer, Administratoren der Berufsschulen können auch hier natürlich ganz normal ein Angebot anfordern oder halt auch eine Bestellung auslösen. Wenn ich ein Angebot anfordere, wie viele Minuten dauert das, bis ich eine Antwort habe? Na, von Minuten kann man leider nicht sprechen, also weil natürlich jemand, wenn es, also sagen wir mal, wie umfangreich das Angebot ist, ne? Also wenn es jetzt wirklich außergewöhnliche Ware ist, wo wir sagen, Mensch, da müssen wir selber nochmal mit dem Lieferanten sprechen, wo es jetzt keine Lagerartikel sind, sondern ich sage jetzt mal irgendeine Duschabtrennung, die wir jetzt nicht unbedingt auf Lager haben, dann dauert das schon gewisse Stunden. Genau kann ich es nicht sagen, das hängt auch immer davon ab, wie viel gerade im Verkauf zu tun ist. Ne? Also, aber von Minuten würde ich jetzt nicht sprechen, eher von Richtung Stunden. Ne? Das hängt immer davon ab, wen habe ich als Ansprechpartner, wie ist die Teamauslastung und dann kann man von Stunden reden. Ne? Also es kann sein, wenn Sie morgens um 8 ein Angebot anfordern, dann kann es auch um 12 Uhr da sein, das kann aber auch mal bis in den nächsten Tag laufen, je nach Warenkorbgröße, Warenkorbspezifikation, wie kompliziert diese Angebotsanfrage ist. Das wissen Sie selber, eine komplexe Anlage ist dann schwieriger zu kalkulieren und vielleicht in Absprache mit dem Lieferanten zu kalkulieren, als jetzt Standardbeschaffungsartikel, wo wir es alles ganz genau wissen. Ja. Gibt es weitere Fragen? Frage ich mal so zwischendurch in die Runde. Nö. Gut. Dann würde ich noch mal das Thema Artikelinformationen zum Besten bringen. Also über die Hersteller und Kataloge wollte ich auch noch sprechen kommen, aber das habe ich irgendwie noch nicht gemacht. Das mache ich jetzt. Ich habe ja nur die Peter-Jensen-Kataloge vorgestellt. Hier sind wirklich alle Kataloge oder anderweitige Dokumente von den Herstellern zur Verfügung, die wir über Oxomi hier zur Anzeige bringen. Oxomi ist ja so ein Portal, über das wir dann hier unseren Kunden das zur Verfügung stellen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf, was hatte ich mir überlegt? Genau, ich wollte auf Viga gehen, damit Sie einfach mal unter V und dann Viga, könnte ich jetzt hier sagen, dass ich alle Artikel von Viga anzeigen kann. Das kann ich einfach mal machen, weil wir die Zeit haben. Und dann taucht hier oben auch auf nach Hersteller Viga und ich könnte diese Artikelliste weiter eingrenzen, weiter filtern. Der Shop ist derzeit nicht mehrsprachig, nee, der ist nur in Deutsch, steht nur in Deutsch zur Verfügung im Moment. Ja. Genau, ich könnte hier weiter diese Artikelliste eingrenzen über Produktgruppen, über Lagerware, über Abmessung, Form, was auch immer man dort zur Filtern zur Verfügung hat, um dann auch genau den Artikel zu finden, den man jetzt vorher gesucht hat. Oder ich gehe zurück, weil ich wollte Ihnen ja die Kataloge der Hersteller zeigen. Ich gehe hier auf Kataloge suchen und dann werden mir hier von Viga die ganzen Kataloge angezeigt, die Ersatzteillisten, Prospekte und von Profipress hier der Katalog, den man mal auch aufmachen könnte. Es ist so wie bei den Peter-Jensen-Offline-Katalogen, dass man hier dann durchgehen kann und sich die Informationen angucken kann. Man kann sie sich selbstverständlich auch ausdrucken oder man kann auch Teile aus Katalogen oder auch aus mehreren Katalogen über den sogenannten Paperclip, das ist diese kleine Büroklammer, wird ja im Büro nicht mehr so häufig genutzt, weil man nicht mehr so viel ausdruckt, also ich zumindest nicht. Manche nutzen die noch viel, aber
Diese Büroklammer soll zeigen, dass man halt sagen kann, okay, ich kann mir aus verschiedenen Seiten einen Paperclip zusammenstellen. Man kann sich den selber dann an seine E-Mail-Adresse senden oder ausdrucken und den dann weiter nutzen. So kann man halt aus mehreren Katalogen oder auch aus einem Katalog ganz viele Informationen als ein Dokument zusammenfassen und das dann ja, vielleicht auch für einen Unterrichtszweck ausdrucken oder sich schicken lassen, sodass man dann ja, sehr schnell die direkten Herstellerinformationen hat. Man muss nicht lang auf irgendeine Website und sich da den Katalog raussuchen, sondern kann hier wirklich durchgehen und sich diese Sachen zusammenstellen, die man haben möchte. Werden denn die Herstellerkataloge für den Unterrichtszweck genutzt? Frage ich mal wieder hier in den Raum. Ja, schon mal? Mal mehr, mal weniger? Okay, so ein durchwachsenes Nicken mit dem Kopfschütteln. Okay. Gut. Der letzte Punkt, ich habe noch ein paar Minuten, wäre die Benutzerverwaltung. Also unter Mein Konto hat jeder Hauptbenutzer die Möglichkeit, mehrere Benutzer anzulegen. Das ist einfach nur ein Angebot, was wir den Kunden machen. Es gibt kleinere Betriebe, die ein, zwei Mann-Unternehmen, nenne ich das jetzt mal, die haben dann einen Zugang, die nutzen den auch, weil nur immer einer bestellt. Aber es gibt natürlich auch die größeren Firmen mit an die 100 oder mehr Mitarbeiter. Da wollen die natürlich ganz genau eine Benutzerverwaltung haben, dass sie sagen, Mensch, meine Gesellen dürfen nur dies, meine Meister dürfen das, die Leute aus der Buchhaltung sollen dies und haben da wirklich eine genaue Benutzerverwaltung. Also wir im Team E-Commerce legen den jeweiligen Hauptbenutzer fest. Also was ich vorhin sagte, wenn Sie Zugang zum Petershop haben möchten und den noch nicht haben, gehen Sie auf Ihren Ansprechpartner zu, der informiert uns und wir würden Ihnen die Zugangsdaten zusenden und dann können Sie als Hauptbenutzer, Administrator auch die Benutzer verwalten, falls es denn notwendig ist, dass Sie einen Kollegen haben, der auch bestellen soll oder vielleicht auch wirklich für Unterrichtszwecke, für irgendwelche Übungen, dass man sagt, Mensch, ich lege auch Benutzerkonten an für Schüler, die Sie dann nutzen können und nicht bestellen können. Und das würde ich Ihnen jetzt einfach mal zeigen, damit Sie da vertraut sind. Genau, ich gehe jetzt hier auf Benutzer und genau, mein Name steht da auch, ich bin der Administrator jetzt hier. Ich würde jetzt hier beispielhaft einfach mal einen Benutzer anlegen, weil das ist ja ein Testkonto. Das mache ich jetzt mal und dann gebe ich jetzt hier mal einen fiktiven Namen ein. Sascha heißt er mit Vorname, mit Nachnamen heißt er Schüler, wie es so ist. Manche heißen ja wirklich Schüler mit Nachnamen. Und jetzt muss ich eine E-Mail-Adresse eingeben. Das muss jetzt natürlich nicht die Privat- oder sollte nicht unbedingt die Privat-E-Mail-Adresse des Schülers sein, sondern da können Sie jetzt auch Ihre eigene E-Mail-Adresse hinterlegen. Es geht nur darum, dass da eine E-Mail-Adresse hinterlegt sein sollte. Das ist einfach zwingend notwendig fürs Konto. Da gebe ich jetzt einfach mal ja, irgendwas ein, damit ich was eingebe. Ich hoffe, ich habe alles richtig geschrieben. Genau, jetzt müssen Sie dem Benutzer noch einen Namen geben, damit er sich auch einloggen kann. Ja, ich nehme jetzt auch hier TE888, das ist jetzt die Kundennummer und dann ein Minus und dann kann man sich einfach eine Systematik überlegen, die man haben möchte. Manche machen ABC, 1, 2, 3, manche nehmen den ersten Buchstaben des Vornamens und den ersten Buchstaben des Nachnamens. Ich mache es, wenn ich Schulung mache, mache ich immer Teilnehmer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und damit können sich meine Teilnehmer in der Schulung dann auch einloggen. TE888 minus Teilnehmer 1. Und so könnten wir loslegen mit dem Passwort, was ich Ihnen gegeben habe. Und da gebe ich jetzt einfach mal hier ein, auch wieder ganz kreativ, Schüler 1. Und das wäre dann jetzt hier so ein klassisches Konto, was man nutzen kann, was die Schüler nutzen konnten, um einfach mit dem Petershop zu interagieren und dort einfach die Informationen rauszusuchen oder einfach mal drin zu spielen. Ich sage jetzt spielen nicht despektierlich gemeint, sondern Sie wissen, was ich meine. Sie kennen vielleicht die Anwendungszwecke besser als ich im Berufsschulunterricht. Ich muss hier noch ein Passwort vergeben. Das mache ich jetzt mal schnell. Das habe ich mich gerade vergessen. Und speichere es mal. Das Passwort ist auch nur erstmal in Ihrem Kopf, also jetzt nicht in Ihrem Kopf, sondern in meinem Kopf. Und jetzt kommen wir zum zweiten Bereich, der wichtig ist, weil wenn Sie wirklich ein Konto für Ihre Unterrichtszwecke anlegen sollten, dann sollten Sie hier nicht mehr die Möglichkeit schaffen, also in meiner Vorstellung, aber vielleicht haben Sie da auch eine andere Vorstellung, dass die Schüler selber im Namen der Berufsschule bestellen können. Ich glaube, das wäre nicht so sinnvoll. Deshalb würde ich jetzt hier tatsächlich einen dahergehen und sagen, die dürfen
nichts außer den Bestand sehen, weil damit hätte ich jetzt keine Probleme, aber die dürfen keine Aufträge erstellen, die dürfen keine Retouren, keine Projekte. Und Sie sehen ja, da kann man wirklich ganz viel einstellen, sodass jeder Kunde seine Benutzer so einstellen kann, dass sie nur das sehen, was sie auch sehen dürfen. Ich mache jetzt mal alles weg hier. Ja. Da müssen Sie mir den Anwendungsfall noch mal kurz schildern, den verstehe ich nicht. Okay, aber das kann er ja auch machen, dass er sagt, er hat eine Materialliste da liegen und dann würde er sie in den Warenkorb packen. Das ist natürlich nur der Bruttopreis, den Sie dann dort sehen, aber daran kann man ja schon sehen, wenn wir vielleicht irgendwie eine Kalkulationsgrundlage geben, was würde das dann am Ende bedeuten? Weil eine Rechnung bekommen Sie erst, wenn Sie den Warenkorb wirklich bestellen, der geliefert worden ist und dann Sie eine Rechnung erhalten. Also genau. Aber klar, Sie können natürlich eine Materialliste was zusammenstellen. Und dann sehen Sie ja schon ungefähr, in welcher Preisliga das sich so ungefähr bewegen würde. Ne? Aber es sind ja natürlich Listenpreise, Bruttopreise, die sind nicht so aussagekräftig. Aber vielleicht kann Ihr Ansprechpartner aus dem Hause Peter Jensen Ihnen da eine Hilfestellung geben, was das bedeuten würde dann am Ende als Projektpreis, nenne ich das jetzt mal. Ne? Genau, also ich habe jetzt hier einfach nur Bestand eingeklickt und jetzt logge ich mich hier mal aus, damit Sie auch sehen, dass wir hier über das Gleiche reden und ich Ihnen keinen Quatsch erzählt habe. Ich gebe jetzt hier mal Schüler 1 ein und gebe jetzt mal das Passwort ein. Ich hoffe, ich habe mich nicht vertan. Nee, ich habe noch einen mehr genommen. Genau, jetzt bin ich als Schüler eingeloggt. Ich muss jetzt hier natürlich das Passwort ändern. Das müssten Sie dann auch nochmal machen. Das fällt mir gerade ein. Oder der Schüler macht das mit Ihnen zusammen, damit Sie immer das richtige Passwort haben, weil wir wollen natürlich nicht das Passwort, was Sie sich mal überlegt haben, dass das so bleibt, weil das ist natürlich sicherheitsrelevant. Genau, und jetzt kann man das auch schon nutzen und ich gebe jetzt hier einfach mal ein Eckventil wieder ein und lege das gleich mal in den Warenkorb und dann sehen Sie das, was ich meine. Der kann alles machen, der kann darin navigieren, der kann alles sehen, der kann die Bestände sehen, der kann alle Artikelinformationen sehen. Aber im Warenkorb kann er zwar auch vieles sehen, aber am unten kann er kein Angebot anfordern und keine Bestellung auslösen. Also damit sind Sie sicher, dass man wirklich das nur als Informationsmedium nutzen kann. Man kann die Funktionalitäten dort nutzen, man kann alle Kataloge, Artikelinformationen aufrufen, aber am Ende kann derjenige nichts kaputt machen und in Ihrem Namen irgendwas bestellen. Also vielleicht ist das ja dann mal eine Grundlage, die Sie für Unterrichtszwecke nutzen können. Kann der Benutzer auf den Warenkorb zugreifen und das dann quasi zu sich übersehen oder eine Bestellung auslösen? Nee, das geht derzeit nicht. Nee, es gibt eine andere Funktion, die unsere Kunden nutzen, wo man Bestelllimits hinterlegen kann, dass dann jemand, der ein geringes Bestelllimit hat, von zum Beispiel nur 1 Euro, dass dieser Warenkorb, diese Bestellung zur Freigabe an jemanden gesendet werden kann, der das dann auslöst. Aber einen Warenkorb jetzt kopieren auf jemand anders oder dass der Hauptbenutzer das einsehen kann, das gibt es als Anforderung oder als Wunschvorstellung von Kunden, aber haben wir derzeit noch nicht umgesetzt. Genau, den letzten Punkt, den ich noch zeigen wollte, genau. Wir haben hier unter Aktionen immer, was ich vorhin sagte, Preisaktionen oder Abverkäufe, Rausverkäufe nennen die, aber wir haben hier auch unten, das nennen wir die Rubrik Alles für Ihre Azubis und Gesellen. Und wenn man jetzt hier raufgeht, dann tauchen dort verschiedene Sachen auf, die wir hier hinterlegt haben. Also hier die Prüfungsvorbereitungsbücher, die Sie sicherlich auch kennen. Und was manche Kunden von uns bestellen, Werkzeugtaschen für Azubis und Gesellen. Aber auch zum Beispiel hier relativ neu eine Materialliste für die Gesellenprüfung Teil 1. Also, dass man hier auch Sachen bestellen kann, die für diese Gesellenprüfung notwendig ist oder sind. Ja, das war's von meiner Seite. Gibt es noch Fragen von Ihrer Seite?